Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der schreckliche Krieg in der Ukraine beschäftigt uns weiterhin intensiv. Und wenn Sie in den letzten Tagen den Fernseher anmachen, dann bemerken Sie, dass der Fokus auch immer mehr wieder sich auf unser eigenes Land richtet, nämlich wenn es um die Frage der Aufnahme von geflüchteten Menschen eben aus der Ukraine geht. Und ich möchte Ihnen heute in aller Kürze erklären, was das eigentlich mit der Gemeinde Kern zu tun hat und was da auf uns zukommt. Und zunächst ist es wichtig zu wissen, dass in Deutschland Geflüchtete nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Das sind Schlüssel, der achtet vor allem auf zwei Dinge. Das eine ist die Einwohnerzahl einer Region bzw. einer Kommune und zweitens die vorhandene Wirtschaftskraft. Und danach ergeben sich exemplarisch und bezogen auf die Gemeinde Kern folgende Zahlen. Sollten in Deutschland 250.000 Menschen ankommen, und das ist eine Zahl, die dürfte in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Stunden schon überschritten sein, dann bedeutet das, dass auf den Rems-Murr-Kreis 1.250 Menschen entfallen. Das entspricht exakt 0,5% aller Geflüchteten, die in unser Land kommen. Und vom Kreis wird dann weiterverteilt auf die Kommunen. Und das betrifft die Gemeinde Kern insofern, dass wir 3,64% der geflüchteten Menschen im Kreis unterzubringen haben. Und das bedeutet bei einer Gesamtfluchtzahl von 250.000 46 Menschen bei uns in der Gemeinde Kern. Jetzt wissen wir aber, dass 250.000 Menschen leider nicht das Ende sein werden. Wenn die Zahlen hochgehen auf 500.000, dann haben wir im Kreis schon 2.500 Menschen und 92 Menschen, für die wir mittel- und langfristig Verantwortung bei uns in der Gemeinde tragen. Dann kratzen wir schon an der 100er-Marke. Ich persönlich würde aber von einer anderen Zahl ausgehen, und so kalkulieren wir auch bei uns im Rathaus. Das ist eine Gesamtflüchtlingszahl in Deutschland von 1.000.000. Und das sind dann schon 5.000 Menschen im Rems-Murr-Kreis und 184 Menschen bei uns in Kernen. Das ist eine unglaublich große Zahl und eine riesige Herausforderung, die wir jetzt konsequent angehen. Das ganz kurz zu den Zahlen, und ich möchte Ihnen jetzt die Tafel einmal umdrehen und dann ein bisschen weitermachen, Ihnen erklären, an was wir eigentlich gerade arbeiten. Das eine ist natürlich das Hauptthema Unterbringungssituation. Wir sind derzeit fast täglich dabei, Mietverträge abzuschließen. Ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns hier Wohnraum zur Verfügung stellen. Das heißt, wir mieten privaten Wohnraum auf. Wir sind gegebenenfalls auch mal an einem Kauf interessiert, wenn die Immobilien dazu passt. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir haben jetzt derzeit etwa 20 Menschen, die schon in Kern untergekommen sind. Und mit den Mietverträgen, die wir jetzt abschließen, die meistens ab April gelten werden, werden wir sicherlich die erste größere Welle abfedern können. Das wird aber auf mittlere Sicht in den nächsten Wochen und Monaten nicht ausreichen. Deswegen müssen wir uns zwingend auch mit dem Thema kurzfristige Neubauten beschäftigen. Wir haben als Gemeinde gemeindeeigene Grundstücke hinsichtlich deren möglichen Bebaubarkeit untersucht. Es sind leider sehr, sehr wenige, aber wir führen hier schon Gespräche eben mit dem Landkreis, wo kurzfristig neue Wohnungen entstehen könnten. Was uns dabei aber wichtig ist: Wir möchten keine Behelfsunterkünfte wie Baucontainer oder ähnliches. Sowas ist wirklich nur für den äußersten Notfall gedacht, sondern wir möchten langfristig Wohnraum entstehen lassen, beispielsweise durch moderne Holzmodulbauten, wie Sie sie auch schon aus dem Weihergraben kennen. Und das gehen wir derzeit mit einer sehr hohen Geschwindigkeit planerisch und gegebenenfalls auch investiv an, weil wir werden auf weiteren Wohnraum angewiesen sein. Denn wir sind nicht nur verpflichtet, Menschen aus der Ukraine bei uns aufzunehmen, sondern wir bekommen jährlich weitere Zuweisungen vom Landkreis, von Geflüchteten auch aus anderen Ländern. Und da ist jetzt die Möglichkeit und jetzt auch der Druck definitiv da, dieses Thema konsequent anzugehen. Und das tun wir auch. Deswegen ist auch das Thema Neubauten sehr wichtig. Und das ist mir wichtig, auch ehrlich zu Ihnen zu sein: Wir machen uns auch Gedanken über mögliche Notunterkünfte, beispielsweise Hallenbelegungen. Auch das ist nur für den äußersten Notfall eine Option. Aber wir haben schon Städte auch in der näheren Umgebung, die hier an Notfallkonzepten konkret arbeiten müssen, weil klar ist, dass so kurzfristig nicht so viele Menschen aufgenommen werden können und Wohnungen zugewiesen werden. Deswegen machen wir uns auch Gedanken, wie wir mit unseren Notunterkünften umgehen. Wir hoffen aber, dass wir das letzten Endes vermeiden können. Ich möchte was ganz Allgemeines noch zur Unterbringung sagen. Einerseits habe ich Ihnen den Königsteiner Schlüssel ja erklärt, dass wir zu einer gewissen Aufnahme schlichtweg verpflichtet sind, auch im Rahmen der interkommunalen Solidarität.
Ich denke aber, dass wir die Frage danach gar nicht so sehr stellen sollten, sondern wir haben eine moralische Verpflichtung. Wir sind ein starkes Land, wir sind ein starker Landkreis und wir sind eine starke Gemeinde Kernen. Und deswegen sollten wir alles dafür tun, Menschen hier bei uns würdevoll unterzubringen, die vor einem Krieg fliehen, den sie in keinster Weise zu verantworten haben. Und da geben wir gemeinsam unser Bestes. Und ich weiß, dass der Großteil der Bürgerschaft auch hinter diesem Ansatz steht. Das andere, um was wir uns gerade kümmern, wir haben einen Sonderstab Ukraine ins Leben gerufen, der sich mit all den Themen rund um die Folgen dieses Krieges drehen. Das eine ist die Unterbringungssituation, wie gerade erläutert, aber auch das Thema Integration soll von Anfang an eine Rolle spielen, dass die Menschen, die wir bei uns hier aufnehmen, auch möglichst gut integrieren, diese mitnehmen, diese nicht alleine lassen in der Situation, in der sie in ein fremdes Land kommen, dessen Sprache sie teilweise auch nicht sprechen. Wir sind im Austausch mit Kitas, aber auch mit den Schulen. Auch da habe ich Ende letzter Woche ein gutes Gespräch gehabt. Wir wollen natürlich alles dafür tun, die Kinder, die zu uns kommen, auch möglichst schnell in unseren Einrichtungen zu integrieren, sie da zu unterstützen, aber auch Räume zu schaffen, wo Kinder einfach andere Kinder treffen können. Wir beraten selbstverständlich in Rechtsfragen. Hier ist auch sehr viel zu klären, was Asylleistungen angeht, was Arbeitsgenehmigungen und Sonstiges angeht. Dann bauen wir Netzwerke auf, denn alleine werden wir all diese Themen gar nicht bearbeiten können. Wir werden Netzwerk schaffen aus Ehrenamtlichen, aus Hauptamtlichen, mit Akteuren außerhalb der Gemeinde, wie beispielsweise auch psychologischen Beratungsstellen, um einfach handeln zu können, wenn es drauf ankommt und diese Krise möglichst gemeinsam eben bewältigen zu können, da auf das Know-how von möglichst vielen Menschen zurückgreifen. Wir beschäftigen uns auch schon mit Spendenaktionen. Spendenaktionen werden dann eine Rolle spielen, wenn sehr viele Menschen zu uns kommen, die mit dem Nötigsten versorgt werden müssen. Da starten wir jetzt noch nicht damit, sondern haben erstmal die konzeptionellen Vorüberlegungen. Das liegt daran, wenn wir jetzt eine große Spendenaktion machen würden, ja, von jetzt auf gleich, dann würden zwar sehr viele Spenden ankommen, aber vielleicht nicht die richtigen. Dann hätten wir einen großen logistischen Aufwand, ohne dass wir sicher sind, dass überhaupt die richtigen Dinge bei uns ankommen. Und deswegen wollen wir ein Konzept entwickeln, um möglichst zielgerichtet Spenden einzusammeln. Auch das Thema Arbeitsplätze beschäftigt uns. Wir sind mit Freundliches Kern und mit dem Gewerbeverein im Gespräch. Da wollen wir in den nächsten Tagen eine Plattform freischalten, bei der Betriebe sehr schnell benennen können, ob sie gerade Arbeitskräfte brauchen. Und dann können wir gemeinsam im Integrationsteam schauen, ob vielleicht Menschen, die zu uns gekommen sind, auf diese Arbeitsplätze letzten Endes passen. Damit tun wir unseren Betrieben etwas Gutes, aber auch den Menschen, die zu uns kommen, denen Arbeit schlichtweg guttun würde, sei es als Ablenkung, aber auch nach den Erfahrungen der letzten Monate oder letzten Wochen im Kriegsgebiet, bis hin auch Menschen möchten arbeiten und Ihnen und mir geht es da genauso. Uns tut es auch gut, wenn wir eine sinnvolle Beschäftigung finden. Das ist ein ganz grober Abriss über all das, was uns gerade beschäftigt, was wir gerade arbeiten. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kleinen Einblick geben konnte. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und im Rahmen dieses Videos werde ich auch noch ein paar weitere Links mit einbauen, wo Sie sich hinwenden können, wenn Sie Wohnungsangebote an uns richten. Wie gesagt, wir brauchen dringend weitere private Wohnungen, die wir anmieten können, aber auch, wo Sie weitere Unterstützung anbieten können, bis hin zu Internetseiten, wo sich Menschen aus der Ukraine informieren können, auf was es jetzt hier in Deutschland ankommt. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und ich melde mich bestimmt demnächst wieder.